Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Mittwoch, 14. Januar 2015. Der Text für den heutigen Tag steht in Johannes 2, Vers 4. Jesus sagte: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jesus auf der Hochzeit zu Kana, eine bekannte Geschichte. Dort hat er Wasser zu Wein gemacht. Das ist das, was uns in Erinnerung geblieben ist. Doch je öfter ich eine biblische Geschichte lese, umso mehr erschließt sich mir der Sinn. Hier wird nicht nur das erste Wunder, sondern auch ein ganz entscheidendes Prinzip des Handelns von Jesus berichtet. Außerdem wird in wenigen Worten die innere Haltung seiner Mutter zu ihrem Sohn sichtbar. Maria erfuhr von der unangenehmen Situation des Gastgebers. Der Wein reichte nicht. Sie wandte sich an Jesus mit den Worten: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus sagte zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Verse 3 und 4. Diese Antwort klingt für uns unverständlich schroff, zeigt uns aber, dass Jesus sich in seinem Handeln nicht von Menschen abhängig machte. Seine Mutter hätte sich nach dieser abweisenden Antwort frustriert zurückziehen können. Sie wusste aber, Jesus kann helfen, er will helfen und er wird helfen. Aufgrund dieser inneren Sicherheit sagte sie zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Vers 5. Sie wurden nicht enttäuscht. Ähnliches erlebten auch die beiden Schwestern des Lazarus, Maria und Martha, in Bethanien. Als dieser todkrank war, schickten sie eine Botschaft zu Jesus in der Hoffnung, dass er ihm helfen würde. Doch er ließ sie warten. Er mutete ihnen sogar dessen Tod zu. Doch weil die Schwestern um die Liebe von Jesus wussten, gaben sie ihr Vertrauen und ihren Glauben nicht auf. Sie durften Großes erleben. Auch wir kommen oft im Leben in Situationen, in denen wir Gott um Hilfe anrufen, weil wir wissen, dass er helfen kann. Was aber ist, wenn unser Wille nicht sein Wille ist, wenn Gott nicht tut, was wir von ihm erbeten haben? Bei den drei Frauen fällt auf, dass sie nicht an der Liebe und Hilfsbereitschaft von Jesus zweifelten, obwohl sie zunächst enttäuscht waren. Gott sagte einmal zu seinem Volk: Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Jeremia 29, Vers 11. Daran halte ich mich fest. Und ich wünsche auch dir Geduld in Wartezeiten und Vertrauen in Gottes Handeln, bis seine Stunde gekommen ist. Marley Weigt.